Spiel doch mal Just Dance. Du kannst Just Dance sogar mit einer anderen Person zusammenspielen über Internet. Den siehst du dann oben rechts. Nein, wir sind in Hamburg. Ach. Berlin war früher mal. Drive-Avatar-Synchronisation 10%? Hä? Warum erst 10%? Was doof ist, ich habe ja zwei Profile eingerichtet. Wenn meine Freundin in den Raum kommt, dann lockt der Xbox immer gleich auf dieses weibliche Profil um. Dann ist alles rosa. Ja, wenn sie Controller in die Hand nimmt, sofort alles rosa. Die leichte Strecke mag ich fahren, die erste jetzt. Top Gear. Ja, habe ich auch gebotet. Bring mehr Dingspunkte kriegen, mehr Erfolgspunkte. Du kannst eine Tooling-Einstellung laden. Oh, zwei neue Erfolgspunkte. Echt? Was hast du bekommen? Du hast so einen Helm bekommen, Aufstieg und Forza. Andy Taker hat Battlefield 4 einen Spieleclip hochgeladen. Na, gucken wir uns hier nochmal schnell nebenbei. Das? Ja, guck, hier können wir nebenbei Battlefield nebenbei. Das erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, die Xbox an den Fernseher anschließen. Also an Receiver. Funktioniert bei mir außer mit Kabel durch. Schon nicht richtig. Der hat einen gemessert. Das ist blöd. Und ein neues Doc-Tag bekommen. Noch Sniper-Szene. Oh, 5 Sekunden. Dann startet. Ah, ich weiß nicht, ob mir das Spiel gefällt, das Battlefield. Ich muss echt überlegen. Das habe ich mir auch schon vorgestellt für die PS4. Normalerweise müsste man es auf dem PC spielen, aber mein Cousin spielt nur PS4 und oder beziehungsweise PlayStation und naja, hol ich mal da. Das Spiel sieht aber auch cool aus. Ist halt ein Shooter. Ja. Ich meine das Golfspiel. Ach echt? Das Rennen geht los. Ja, weil die alle da hinten am Start stehen. Doch was? Dick an Filme gucken. Macht nichts draus. Der, ja, Mann, der andere macht da schon auch am Start. Was, ich kann auch so verlocken mit der Xbox. Ah, nein! Ich bin beide die Wand rein, sehe ich das richtig? Ja, scheiße, wie kommt jetzt wieder auf die Straße? Neues Abzeichen freigeschaltet, ab in die Waschstraße. Ich komme da nie wieder raus. Ich bin schon wieder draußen. Ja, du musst ein Stück weiter vorfahren, dann hast du wieder Griff richtigen. Oh Mann! Der Mazda losgefahren und nee, der ist gelieft. Ja, der ist gelieft. Den da vorne noch kriege. Der fährt ja nochmal in die Waschstraße rein. Also es gibt auf jeden Fall was, wenn man da reinfährt. Wenn ich nicht erster oder zweiter werde, dann fahre ich da auch rein. Ich hab den Bremsstreifen einfach zu spät gesehen. Und bin dem einfach hinterher. Die Strecke, ey, die ist ja total komisch.
Aber es gibt von jeder Strecke doch nochmal eine Variation, oder? Ja. Also mehrere Variationen, sag ich mal. Ich glaube, es gibt auch noch von wegen rückwärts. Rückwärts, mit vorwärts. Mit kurzen und langen Wegen, ne? Ja. Weil die heißt ja auch Top Gun. Und, da haben wir ja voll genervt im Tutorial oder in den ersten Runden oder was du da fährst. Fährst du diese Map und dann sind da auf einmal überall Autos und Werbeplakate und Leute und ganz. Ja. Ja, alles zum Umfahren. Ich hab gedacht, was geht denn hier ab? Nächster Flugzeug sieht aber geil aus. Oh, ihr kriegt mich doch nie. Ah, oh, ich krieg doch schon nie wieder. Wenn du nochmal einen Fehler macht, krieg ich ihn vielleicht. Wenn mich überrunde, gibt es bestimmt wieder irgendeine eine Trophy. Was? Wenn ich mich überrunde, gibt es bestimmt wieder so eine Trophy. Das gab's bis jetzt bei jedem Rennspiel. Mach ja auf der PlayStation, mach ich ja Trophäenjäger. Ja, ich ansatzweise. Ich hab zwar ein paar Platin-Trophäen. Wir wollen, wollen halt, dass wir also versuchen, alle Trophäen zu kriegen und dann halt zu jeder Trophäe auch mal Videos nach Möglichkeit machen. Mhm. Um halt so ein spezieller YouTube-Kanal zu werden. Ja, so Videos sind immer hilfreich. Okay, das klingt gut. Weil die Leute gucken viel nach, wenn sie was nicht schaffen. Vielleicht machen wir ja auch einen Channel auf, den nehmen wir dann Trophäenjäger. Ne, Sephiroth, finde es auch gut. Aber manchmal, ohne Hilfe so Trophäen zu finden, also da hat mich schon so ein Spiel manchmal so ein richtiger also angekotzt, weil ich das alles nicht gefunden habe, diese zum Beispiel irgendwas Sammelbares oder so, weil es so versteckt war in irgendeinem Level. Ja, Call of Duty muss ja auch zweimal durchspielen, um alle Trophäen zu sammeln. Okay. Aber beim ersten Mal kannst du diese Geheimabzeichen nicht alle finden. Hm, okay. Aber sowas motiviert darum, ich freue mich schon auf die Halo 3 Add-on. PlayStation 4. PC oder Konsole? Ich habe halt Diablo 3 auf der Konsole. Ich auch, aber es kommt halt jetzt für PlayStation 4 kommt halt Reaper of Souls exklusiv raus und dann für PC halt noch hinterher. Mhm. Moin Moin. Da gejoint. Skylox. Hast du es eigentlich gelesen? Die ersten PS4-User wurden auf Twitch gebannt. Was? Weil ein paar PS4-User wurden von Twitch gebannt, weil ein Typ seine Frau ausgezogen hat während des Streams sozusagen. Das habe ich nur vorhin gelesen. Hey, ich sehe dich. Er ist knapp hinter dir. Ja, der andere klebt mir auch schon. Schon ziemlich am Arsch. Was ich mich schon freue hier für die Xbox ist Halo 5, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Ich will unbedingt wissen, wie die Story weitergeht. Vorletzte Runde. Ja, also erst mal gerade ins Spiel reingefahren.
Dich überhole ich auch nicht mehr, also du bleibst Zweiter, denke ich mal. Komm, ich schaff's noch durchs Ziel. Da rammt mich die KI. Nee, ich schaff's nicht mehr. Na, wenigstens 1500 Credits. Ich hab gerade mal 2000 bekommen. Affinitätsstufe auf 4 erhöht, 14% mehr Auszahlung. Lass mal noch so ein Highspeed-Rennen fahren. Mhm. Können wir machen. Der Stylox ist da. Lobby verlassen. Bin ich automatisch mit raus? Jo. So, wollen wir La Ferrari oder wollen wir RS3? Ach, fahren wir mal Ferrari hier. Ja, mach mal. Party-Spielsitzung wird eingerichtet. Hast du mal die weiße Xbox gesehen? Ja, hat was. Sieht so ein bisschen aus wie die Star Wars-Version. Aber 1000 Euro deswegen. So, jetzt müssen wir mal ein Auto mieten. Was kostet eins, wenn ich es kaufe? Ja, auch machen. Super, es gibt nur den einen. Bei, zum Kaufen. Haben Sie zu wenig Credits, können Sie auch Gutscheine benutzen. Mit Gutscheinen können Sie auch Ihren EP-Zuwachs kurzfristig verdoppeln. Hier, die kosten beide 1,4 Millionen. Kosten die in der Miete? Hab ich nicht. Gar nichts. Das ist das Auto. Ja. Na, wir haben aber alle nur den McLaren. So, hi Raikou TV. Ja, Xbox One bisher eigentlich sehr, sehr geil. Macht Spaß. Hat mich sehr überrascht. Von der Qualität her. Aber man muss sagen, die wissen ja, wie sie es machen. Xbox 360 war ja auch nicht schlecht. Sind die immer noch ein bisschen mehr zur PlayStation? Ich würde mal sagen, es ist so ein. Ah, 35% Xbox-Ding und 65% PlayStation. Und schauen wir mal, das ist ein R-Wagen, das ist glaube ich das schnellste, was es gibt, ne? Ne, ich glaube nicht. Gibt ja auch diese Ferrari-Cars da. Ja, glaub schon. Also, was war das? 385 km/h schaffen. Ja, für das Achievement. Aber so schnell soll das Auto hier fahren können. Oh, geil. In grün sieht das ja geil aus. Aber ich glaube nicht auf der Strecke. Ja. Hey, Nerd, Matze.